Hallo und herzlich willkommen in Evas Büchereckchen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich über Kinderbücher spreche. Heute gibt es mal wieder eine Empfehlung für Kindergartenkinder. Und zwar ist dieser Monat so ein bisschen mein Klassikermonat. Ich werde nächste Woche für Grundschüler auch eine Reihe Klassiker für Erstleser vorstellen. Und für die ganz Kleinen soll es jetzt erstmal um das Thema Märchen gehen. Und da habe ich rausgesucht ein Buch, Die Welt der Märchen aus dem Garant Verlag. Ich glaube, das ist antiquarisch auch noch zu bekommen. Und ich glaube, das ist eins von den Büchern, die häufiger mal so für Discounter oder ja, Lebensmittelgeschäfte oder so, die halt auch mal Kinderbücher als Angebotsware haben, produziert wurde. Märchen sind ja immer so ein Thema. Soll man sie seinen kleinen Kindern vorlesen oder nicht? Ich denke, sie sind so tief in unserer Kultur verwurzelt, dass man nicht darum herumkommt, Kinder mit diesen Märchen und Märchenfiguren so ein bisschen vertraut zu machen, mit den Geschichten, die es da so gibt. Und ich bin aber sehr kritisch, was die Originaltexte angeht, gerade wenn es darum geht, das kleinen Kindern vorzulesen. Wir haben hier auch eine Ausgabe der Gebrüder Grimm da und da finde ich, sind definitiv einige Dinge nicht für 3-4-Jährige geeignet. Und wir haben dieses Buch irgendwann mit so einem Bücherpaket gebraucht, von Bekannten abgekauft und ich bin davon eigentlich ganz angetan. Es ist ein Pappbilderbuch mit Klappen. Ja, kann man hier sehen. Es steht immer ein bisschen Text zu dem Märchen drin. Und in den einzelnen Klappen zu den einzelnen Punkten oder Stationen, genau zu den einzelnen Stationen des Märchens, steht dann auch immer ein bisschen was. Meine Kinder sind immer so drauf, wenn das Klappenbücher sind und viele Bilder da sind, dann sind die gar nicht so scharf darauf, dass ich denen das alles genau vorlese, sondern sie mögen das eigentlich lieber, dass wir dann einfach uns über das Märchen und was da passiert unterhalten. Und dafür fand ich dieses Buch dann total gut. Jede Doppelseite ist ein Märchen. Es gibt Schneewittchen in diesem, die drei kleinen Schweinchen, Aschenputtel, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, die kleine Meerjungfrau. Und ja, wir haben uns die sozusagen so erarbeitet, dass meine Tochter immer erzählt hat, was da so los ist und ich das hier und da nochmal so ein bisschen ergänzt habe, sodass wir dann da auch so einen ganz guten Überblick über das Märchen und die Grundgeschichte halt hatten, was da für wichtige Figuren auftauchen, was da so passiert. Und man konnte das dann immer besprechen oder in eigene Worte fassen. Und deswegen hat mir dieses Buch jetzt sehr gut gefallen. Textlängen sind eigentlich auch schön kurz gehalten. Insofern, wenn man die Texte vorliest, ist das auch gut geeignet für Kindergartenalter. Wie gesagt, wenn, dann kriegt man das noch antiquarisch. Aber ich bin mir sicher, dass noch irgendein anderer Verlag auch auf die Idee gekommen ist, so ein Märchenbuch mit mehreren Märchen in so einer Form herzustellen. Wenn euch da andere bekannt sind, dann lasst doch gern mal den Namen und Verlag davon in den Kommentaren da. Das ist sicherlich auch für andere Leute interessant, die dann mal auf dieses Video klicken, wenn es da noch Alternativen gibt zu diesem. Genau. Ja, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Ich schau mal, ob ich irgendwo einen Link zu dem antiquarisch erhältlichen Buch verlinken, in die Infobox packen kann. Und ja, bleibt neugierig und habt viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.